mal den Traktor vom Nachbarn noch, der hat einen Case. Ja, jetzt darf ich mal eine. Das ist, das ist, ja, das stimmt, ne? Nein, ja, aber das ist dann, dann ist es aus. Ja, ja. Was dann wieder aufnimmt, war der jeden Problem. Ja. Das Schwierigste beim GPS ist wirklich, dass man nicht aufs Lenkrad greift, dass ich nicht so automatisch hingreife. Das ist wirklich nicht leicht. Und ich schaffe sagen, die Versuchung ist groß. Aber jetzt fahre ich zum ersten Mal mit Case vom Nachbarn. Darf ich jetzt einmal fahren? Ja, ist doch halt wieder ganz was anderes. Die Hebel sind anders und ja, ich sage GPS, habe ich aber unserem John Deere auch keins. Ist schon recht cool, aber ja, man muss halt ist dran gewöhnt. Zeige euch mal die gesamte Hand und Ansicht. Schalthebel. Ich brauche nur den einen Tag. Ja, brauche nur meine Hand raus. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Aufpassen, weil das der Nachbaracker. Wollen wir ja auch recht mit dem Ding nehmen. Mal. Das ist die andere Seite, fahre, glaube ich, aber ich weiß nur, auf der Seite noch. Ja.
vermittelt. Das ist etwas Knallgeber. Tja. Eigentlich habe ich gelernt, wir fahren ja nicht viel zu groß. Gerade wenn ich am Ende bin, aufheben, umdrehen, das neue GPS suchen. Jetzt kann ich eigentlich ganz gechillt da sitzen und selbst machen. Danke fürs Helfen. Ich mache einen Raum, mache ich besser selber. Ja. Danke. 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 War cool, jetzt bin ich mehr wie ein Case gefahren. War sehr cool. Und morgen werde ich nochmal kommen und das an einem größeren Tag gefahren. Wie immer freue ich mich über ganz viele Likes und Kommentare. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann bleibt ihr auch immer auf Laufen. Dann machst du kein Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.